Ja, wir haben ja eine sehr starke Transformation in der Industrie und es geht um die Transformation des Menschen hin zu einer entsprechenden maschinellen Steuerung und einer Maschinensteuerung, auch Humanoiden genannt. Und das Ganze ist ja nur möglich, weil dahinter ein neuronales Netzwerk steht, das dann die Funktionen übernehmen kann. Und die Vorteile humanoider Mitarbeiter sind, wir haben eine einfache Reparatur, einfache Ersatzteile, einfacher Austausch. Die Befehlssteuerung ist wesentlich einfacher. Man braucht nur einen Befehl schicken. Man kann es auch einfach verschrotten. Man braucht keine Rückstellungen für die Renten zu tätigen. Und im Prinzip ist er überall verfügbar und mobil. Menschen sind ja nur in begrenzten Bereichen einsatzfähig.